Hier ist der Simon. Simon ist 24. Guten Morgen, Simon. Hallo. Hallo, Simon. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich schwerst krank bin. Ich habe einen sehr schlimmen Hirntumor in meinem Rückenmark und werde nicht mehr lange leben. Du hast einen Gehirntumor im Rückenmark? Nennt man das dann Gehirntumor? Ja, das ist ein Glioblastom und diese Glias sind das Stützgewebe an den Nervenzellen und das kann jede Nervenzelle befallen. Ich habe es im Rückenmark. Du bist erst 24. Ich bin 24, ja. Seit wann hast du diesen Tumor? Also seit wann kann ich das nicht genau sagen, aber vor einem Jahr hatte ich die Operation gehabt. Achso, da ist es auffällig geworden vor einem Jahr und dann operiert worden. Genau, Wie hat sich das bemerkbar gemacht damals? Durch diverse Ausfälle. Mhm. Also ich hätte unter der Dusche nicht mehr gespürt, keine Temperatur mehr wahrgenommen und habe mich verbrannt, weil ich es auf einer Körperhälfte nicht mehr wahrnehmen kann. Da ist man ja, du bist ein junger Typ von 23 und wenn sowas passiert, ist man ja wahrscheinlich erstmal völlig irritiert und denkt, was ist denn nun los? Ich merke das gar nicht mehr. Da denkt man ja gar nicht an das Schlimmste. Was hast du zuerst gedacht? Ja, ich war beim Hausarzt und er meinte, es wäre ein eingeklemmter Nerv. Ja, sowas würde ich auch denken dann, genau. Und bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass man das relativ schnell wieder irgendwie beheben kann. Und dann hat er mir Schmerzmittel gegeben, hat gesagt, wenn es nicht besser wird, soll ich wiederkommen. Mhm. Bis ich dann eines Nachts nicht schlafen konnte, weil das Brennen in meinem Bein irre stark geworden ist. Und ich Lähmungen hatte und alle möglichen Sachen. Ich hatte gedacht, ich habe einen Schlaganfall. Und habe ich einen Notarzt geholt und die haben mich mit ins Krankenhaus genommen. Da wurde ich dann 2 Wochen lang durchgecheckt und dann hat man eben beim MRT eben festgestellt, dass da dieser Krebs vom Rückenmark sitzt. Als du das gehört hast, was hast du da empfunden? Ich war irgendwie froh. Du warst froh? Ja, ich war auf irgendeine Art und Weise war ich erleichtert, weil ich endlich wusste, was los war. Ich war vorher in der Psychiatrie gewesen und ach so. Weil ich gedacht habe, so dass das vielleicht von der Psyche kommt. Mhm. Aber das kam ja dadurch, dass eben zu viel Druck auf dem Stammhirn war. Okay, das kann ich dann in dem Zusammenhang verstehen, dass du vielleicht im ersten Moment froh warst, aber als dir dann nach einer gewissen Zeit klar wurde, was das für eine Erkrankung ist, hat sich das doch bestimmt verändert, dein Gefühl dazu, oder? Ich weiß nicht, ob ich noch Gefühle habe. Also ich bin von den Schmerzen so geplagt, dass ich mich kaum bewegen kann. Also erzählen wir es nochmal grob weiter. Du bist dann operiert worden? Dann gab es Strahlen und Chemotherapie. Und bis heute bist du aber nicht nochmal operiert worden? Nein, das lasse ich auch nicht zu. Wie weit ist die Erkrankung denn jetzt fortgeschritten? Du hast es gerade schon angedeutet, aber vielleicht sagst du es nochmal ausführlicher. Also gesagt hat mir das kein Arzt, aber ich habe selber auf den Bildern gesehen. Und der Krebs hat das Rückenmark schon so an den Rand gedrückt, dass es keinen Platz mehr gibt. Das heißt, wenn er jetzt, der ist zum Glück ist er stehen geblieben. Im Moment wächst es nicht. Aber der ist halt schon so weit fortgeschritten, dass eigentlich war ich kurz vorm Sterben. Und die haben das machen müssen, um mir das Leben zu retten. Aber man kann jetzt... Im Nachhinein bin ich eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich dankbar dafür bin, dass ich noch am Leben bin. Weil du so starke Schmerzen hast? Ja, vor allem die kann man auch nicht betäuben. Mhm. Also ich nehme die stärksten Schmerzmittel, die es gibt. Das heißt, du bist da schon gut medizinisch versorgt, aber es hilft nicht? Ja, das Opium, das hilft halt nur gegen körperliche Schmerzen, aber nicht gegen Nervenschmerzen. Mhm. Musst du immer im Bett liegen? Nein, ich kann mich zum Glück wieder einigermaßen bewegen. Aber das auch nur, wenn ich wirklich die Zähne zusammenbeiße. Dann. Das heißt, jetzt während wir beide telefonieren, sitzt du oder liegst du im Bett? Ich liege auf der Couch. Ja. Und hast auch jetzt in diesem Moment Schmerzen? Ja. Wer betreut dich? Meine Eltern. Das heißt, du lebst zu Hause bei deinen Eltern noch? Ja. Aber ich würde gerne mit meiner Freundin zusammen wohnen.
Geht das nicht? Nein, das geht nicht. Sie wohnt 500 Kilometer von mir entfernt. Ach du je. Wie lange kennst du deine Freundin schon? Schon seitdem ich 18 bin seit. Ach so, also schon eine ältere, längere Beziehung. Das, naja, Beziehung kann man das nicht nennen. Warum nicht? Ich habe sie vor einem Jahr das letzte Mal gesehen. Oder schon länger her. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, warum kommt sie dich denn nicht besuchen? Ich weiß es nicht. Das ist auch das, was mich einfach so fertig macht. Telefoniert ihr denn? Ja. Aber sie ist halt selber auch nicht ganz ohne so. Sie ist nicht ganz selber ohne was? Ohne Krankheiten so. Sie hat so Borderline und multiple Persönlichkeitsstörungen und hast du die Vermutung? Völlig zerschnittene Arme und Epilepsie und keine Ahnung, durch ihre ganzen Drogengeschichten ist sie ja auch körperlich ziemlich am Ende. Sie hat so eine Schilddrüsenerkrankung. Hast du auch den Gedanken, dass sie vielleicht dich nicht besuchen kommt, weil sie dein Leid nicht aushält und sehen möchte? Ja. Das kann gut sein. Nochmal zurückzukommen auf die Erkrankung. Ist das jetzt definitiv so, dass man nichts mehr machen kann? Nein, man kann nichts mehr machen. Man kann nur versuchen, eben mir die Schmerzen zu nehmen. Bist du in einer Palliativbetreuung? Ja. Da kommen immer Ärzte zu mir. Das ist eine ambulante Betreuung? Ja. Ja. Hat irgendein Arzt dir eine Prognose gesagt, wie lange du noch lebst? Nein, das hat mir nie ein Arzt gesagt. Hast du es mal gesagt? Das ist aber auch nicht möglich. Ja, es ist nicht möglich. Aber so grob, manchmal können die ja schon so... Nein, das kann man bei dem Krebs nicht sagen. Der ist extremst unvorhersehbar, dieser Krebs. Der wuchert einfach. Normalerweise kommt er halt im Hirn und dann gibt es halt so epileptische Anfälle und Sprachausfälle und solche Sachen und drückt dann halt das Gehirn immer weiter an die Wand, solange bis dann eben das Sprechen Licht ausgeht. Das Sprechen geht ja noch ganz gut. Kannst du? Ja, ich habe es ja auch im Markt, nicht im Kopf. Ja, ja. Kannst du sehen, kannst du auch, ganz normal. Ja. Hast du Angst vor dem, was jetzt weiter auf dich zukommt? Aber hallo. Ich meine, mir hat die Ärztin gesagt, dass ich, wenn das wächst, dann werde ich gelähmt. Komplett. Ich werde nur noch meinen Kopf bewegen können. Und dann kommt das eben zu Ausfällen meiner Organe oder Lunge oder Herz. Gibt es dafür Pläne, dass du dann vielleicht in ein Krankenhaus auf eine Palliativstation gehst? Auf gar keinen Fall. Du möchtest zu Hause bleiben? Ich möchte zu Hause bleiben und ich möchte auch gerne in Würde sterben, aber das ist leider nicht möglich. Denn es gibt keine aktive Sterbehilfe in Deutschland. Nein. Deswegen werde ich das selber machen müssen. Du überlegst dir, das Leben zu nehmen? Nee, natürlich. Ich werde das nicht bis zum Ende durchmachen. Ich habe das selber gesehen bei Menschen, die dann so sterben. Und nur ist das ja nicht die können das dann, die können das nicht mehr selbst entscheiden. Ja, ich weiß. Also, wenn die dann da liegen, so. Ja, das Problem ist mir bewusst, ja. Aber solange ich mich noch bewegen kann, möchte ich eben dieses Recht auch noch in. Aber so einfach stirbt man ja auch nicht durch die eigene Hand. Wie planst du es denn zu machen? Ja, ich denke vielleicht im Auto, aber das wäre auch nicht schön. Oder vielleicht draußen irgendwo im Wald. Du bist noch so flexibel, du könntest jetzt auch noch rausgehen oder mit dem Auto irgendwo hinfahren. Naja, fahren nicht. Mit einem Automatikauto vielleicht, aber ich bin ja auf einer Seite gelähmt, ne? Also, naja, richtig gelähmt ist das nicht. Es ist halt wie ein permanenter Krampfzustand. Ich kann halt dagegen ankämpfen. Aber das sind ja jetzt nur ganz vage Überlegungen. Konkret sind die ja noch nicht. Irgendwie in den Wald fahren, das reicht ja auch noch nicht aus. Ja, vielleicht gebe ich mir auch einfach eine Überdosis. Wissen deine Eltern das, dass du das so beenden möchtest? Ja, aber die sagen mir, dass sie nichts darüber hören wollen. Und ich kann auch mit sonst niemandem sprechen, ich habe keine Freunde. Ja, und selbst
wenn es Vertraute gäbe, ist das natürlich ein ausgesprochen schwieriges Thema, darüber zu sprechen. Viele Angehörige wollen ja den Schwerkranken halten und ihn unterstützen und schrecken davor zurück, mit ihm darüber zu sprechen, wie er sich das Leben nehmen könnte. Ja, nur es geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dann kann ich es einfach nicht mehr selbst entscheiden und das wird dann auch niemand für mich entscheiden. Die werden mich am Leben halten, so lange wie sie können, aber das möchte ich nicht. Hast du für dich diesen Punkt definiert, ab wann du sagst, jetzt geht es nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr leben? Naja, wenn ich dann anfange, lahm zu werden. Mhm. Ich hoffe, das geht nicht so schnell. Aber so wie das die Bilder gesagt haben, geht das sehr schnell. Also es könnten Wochen oder Tage, Monate, ich weiß es nicht. Du hast vorhin so eine Anmerkung gemacht, wäre es dir lieber gewesen, du wärst beispielsweise bei der Operation gestorben? Ja. Ja? Ja. Eindeutig. Das Erste, was ich gesehen habe, als ich aufgewacht bin in der Intensivstation, da lag ein Mann neben mir und eine Frau. Ja, seine Frau stand neben ihm und hat die Krankenschwester gefragt, warum er nicht sprechen würde. Und sie hat gesagt, er wird nie wieder sprechen. Hm. Und ich möchte nicht, dass das mit mir auch so passiert. Gibt es etwas im Moment, was dich noch freut am Leben? Ja, das sind meine Tiere. Was meine Meerschweinchen. Ah, du hast Meerschweinchen. Wie viel? Ja, 2 Stück und einen Hund. Und da kannst du dich noch, natürlich noch, soweit es möglich ist, drum kümmern. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Das mit dem Hund ist nicht so einfach. Ja, verstehe. Denn ich bin schon nach wenigen hundert Metern völlig fix und fertig. Simon, gehen dir manchmal Gedanken durch den Kopf? Ich möchte mal auf dein Alter zurückkommen, dass du mit dem Schicksal haderst, dass du denkst, warum muss ich so früh so krank sein und vielleicht sterben? Nochmal bitte, das habe ich nicht verstanden. Ich habe gefragt, ob du manchmal so mit deinem Schicksal haderst, dass du dir die Frage stellst, warum muss ich so jung, so krank sein und eventuell sterben? Nein, das ist einfach Pech. Mhm. Das heißt, du nimmst es so an, wie es ist jetzt? Es bleibt mir nichts anderes übrig. Mhm. Und ich habe eben den Beitrag eben vorher gehört, mit dem Leben danach. Mhm. So. Ich hoffe nicht, dass das so ist, wie sich das die Buddhisten zum Beispiel vorstellen, dass man danach noch mal lebt. Wie? Das Leben ist ein ewiger Leidensweg. Was glaubst du denn, wie es ist? Ich hoffe, das ist dann vorbei und ich muss das nicht nochmal machen. Auf keinen Fall, das möchte ich niemandem wünschen, auch meinen schlimmsten Feinden nicht. Mhm. Das ist die schlimmste Strafe, die man haben kann, wenn einen der Körper... Wenn einen der Körper dazu zwingt, Sachen zu ertragen. Hm. Ich finde es toll, dass du angerufen hast, Simon, dass wir haben reden können. Ich kann dir nicht helfen, das weißt du. Ja. Ich kann dir nur wünschen, dass du nicht so viel leiden musst und dass du einen friedlichen Tod hast. Das hoffe ich auch. Aber ich möchte dich jetzt auch nicht so alleine lassen nach unserem Gespräch und möchte gerne, dass meine Psychologin einfach als Mensch nochmal mit dir spricht. Ist das okay? Das ist in Ordnung. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen und die Claudia ruft dich gleich nochmal an. Und meine Gedanken, meine Gefühle sind bei dir. Ich glaube, Tausende von Menschen sind bei dir jetzt in diesem Moment. Ich danke dir und auch den ganzen Zuhörern. Viel Kraft, mein Lieber. Das wünsche ich auch allen. Alles Gute und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss.
bin vor. Ich bitte meine Regie mal kurz etwas Musik zu machen. Okay. Wir machen weiter.